Look at this. That is amazing. Thomas Wade with a steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen beim nächsten Playoff Playbook hier bei Got Next. Thema heute: Kevin Love. Warum ist der Mann auf einmal so wichtig für die Cleveland Cavaliers, wo er doch vergangene Saison oft selbst in vierten Vierteln nicht eingesetzt wurde? Heuer macht er 18,9 Punkte in den Playoffs, schießt von der Dreierlinie 44,4%. Was hat sich also geändert? Wie setzt Coach Tyronn Lue Kevin Love dieses Jahr ein? Folgende Aktion sieht man häufiger bei den Cavaliers dieses Jahr. Hier beginnt der Spielzug mit einem Stagger-Screen von Tristan Thompson und Kevin Love für LeBron James, der den Ball auf dem Flügel bekommen soll und ihn dort auch gleich erhält. Da Tabo Sefolosha etwas übermotiviert ist, wird es hier zu einem einfachen Drive für James. Und die Hawks sind jetzt in einer Bredouille. Sie müssen diesen Drive natürlich irgendwie stoppen. Jeff Teague kann ihr helfen, Sefolosha kann helfen, aber beide kommen zu spät. Deswegen muss Horford hier sich Richtung LeBron James orientieren. Und eigentlich, wenn man das hier so sieht, würde man denken, Kyrie Irving, den ich da oben markiert habe, das ist der Mann, der jetzt frei ist, der den Ball bekommt. Aber jetzt kommt es zur angesprochenen Aktion. Tristan Thompson blockt hier an der Baseline den Gegenspieler von Love aus und macht ihn damit anspielbar in der Ecke. Und auch wenn der Pass ein bisschen schwer ist, LeBron James spielt ihn trotzdem. Love kriegt den Ball für den kurzen Dreier und kann abdrücken. Schöne Aktion, der Ball ist auch drin, aber das Ganze hat natürlich einen Nachteil. Thompson ist sehr weit vom offensiven Brett entfernt, wo er eigentlich ja sehr, sehr wichtig ist. Auch in der nächsten Szene sehen wir diesen Block für Kevin Love an der Baseline. Hier anders vorbereitet, er passt den Ball zu LeBron James, der selber aufpostet. Love schneidet durch die Zone, J.R. Smith geht auf den Flügel. Mike Scott und Paul Millsap sind jetzt hier unten in einer Bredouille. Einer muss eigentlich helfen beim Post-Up von LeBron James, der andere muss sich um Thompson und Love kümmern. Thompson eine Gefahr zum Durchstecker, Love eine Gefahr beim Dreier. Und so kommt es halt so, dass Millsap hier aushilft, aber auch eigentlich viel zu spät dran ist. James eigentlich nur für diesen Pass guckt und Thompson wieder den Block in den Rücken des Verteidigers von Kevin Love steckt. Thompson macht aber noch etwas. Dieses Mal bringt er sich nicht selbst um seine Offensiv-Rebound-Chance, sondern er läuft quer durch die Zone, um halt einen eventuell lang abspringenden Dreier dort fangen und verwerten zu können. Während Love eben von der Aufmerksamkeit profitiert hat, die LeBron James am Zonenrand auf sich zieht, profitiert er hier zum einen von der Aufmerksamkeit, die man Kyrie Irving im Pick-and-Roll schenken muss. Denn wir sehen, dass beide Verteidiger gleich hier eine Trap spielen, also sie gehen beide raus auf Kyrie Irving nach dem Pick-and-Roll. Die anderen Hawks haben auch klare Aufgaben. Und auch hier sehen wir einen anderen Spieler, der Aufmerksamkeit auf sich zieht, und zwar Tristan Thompson. Aber zuerst Schröder. Der muss sich natürlich um Dellavedova kümmern. Hinten unterm Korb aber Mike Scott, der eigentlich Thompson deckt, der muss da bleiben, damit der im Endeffekt nicht einen Offensivrebound abgreifen kann, wenn er nur von Korver ausgeblockt wird. Und das macht diesen Weg so extrem lang jetzt hier von Al Horford zum Dreier unterm Korb. Sehen wir es jetzt hier. Scott versucht auszublocken, der Ball ist aber drin. Und damit wieder ein erfolgreicher Wurf von Kevin Love. Direkt im nächsten Angriff folgte die folgende Szene. Und zwar das gleiche Play einfach nochmal. Und das zeigt so ein bisschen, glaube ich, auch, was die Probleme der Atlanta Hawks waren gegen die Cavaliers. Dass einfach die Cavs sehr genau wussten, wie sie diese Aktion verteidigen würden. Und auch wenn Scott hier rechtzeitig da ist, wenn jemand wie Love solch freie Dreier vorher bekommen hat, dann trifft er auch mal einen aus der Bewegung. Wenig später kam es noch einmal im gleichen Spiel zu einer ähnlichen Situation, auch wenn die hier durch einen normalen Spielzug vorbereitet wird. Hier kommt es wieder zum Pick and Roll. Die Hawks verteidigen das sogar so halb im Eis. Also heißt Paul Millsap, der Verteidiger von Love, soll den Drive halt stoppen. Nur Teague läuft wieder aggressiv hinterher, will er das Mismatch nicht zulassen. Und wir sehen hier gleich wieder, wie lang die Wege jetzt sind für die Defense. Und das muss von Atlanta ganz klar so gewollt worden sein. Hinten Bazemore und Korver, die haben ihre Leute, die können jetzt auch nicht unbedingt aushelfen. Aber Horford ist natürlich der, der eigentlich zu Love raus müsste, es aber nicht kann, weil er natürlich unten Thompson ausblocken muss. Und deswegen ist der lange Weg wieder für Millsap da. Ja, und was jetzt kommt, ich glaube, das kann sich jeder schon denken. Love geht hoch. Millsap ist zu spät und ein weiterer Dreier findet das Ziel. Oft hat man ja bei den Cavaliers den Eindruck, dass es immer nur schnelle Spielzüge sind mit hohen Pick-and-Rolls und dann wird einfach das Mismatch ausgespielt. Hier ist es mal anders. Wir sehen einen Stagger-Screen von Irving und Love für LeBron James. Und das wirft jetzt hier die Verteidigung der Hawks komplett durcheinander.
Denn gleich alle drei involvierten Verteidiger gehen mit LeBron James mit, der da hinten natürlich jetzt einen komplett freien Kevin Love findet. Und auch hier sehen wir Tristan Thompson, der unten Horford beschäftigt, da quasi schon zum Offensivrebound gegangen ist und den Big Man dort hält. Zwei Cavs sind am Ende zum Offensivrebound da. Sehr, sehr gut designtes Play und der Ball ist wieder drin. Ein großes Thema in der Offseason der Cavaliers ist die kleine Aufstellung mit Kevin Love als Center, die wir so noch nicht allzu oft gesehen haben. Hier ein Beispiel, wie das funktionieren kann. Love setzt das hohe Pick and Roll für Irving, geht danach in den Mid-Post-Bereich. Irving erzwingt das Mismatch. Iman Shumpert verschiebt aus der Ecke, um einen besseren Passwinkel in den Low-Post zu haben. Irving könnte jetzt hier das Mismatch gegen Horford suchen, will das aber nicht, weil Kent Bazemore halt es mit Love zu tun bekommt. Der Ball geht folgerichtig auf den Flügel zu Shumpert, der sich den Pass ausguckt und den Ball runterspielt zu Love. Shumpert zieht jetzt durch die Zone, J.R. Smith stellt zum Pseudo-Block, danach stehen die beiden eigentlich viel zu nah beieinander, aber großartig Spacing brauchen die Cavs hier gar nicht. Denn der einzige Verteidiger, der wirklich helfen kann gleich, das ist Al Horford. Auch wenn Shumpert da hinten einen Block noch in den Rücken stellt von Smiths Verteidiger, ist eigentlich egal. Entweder geht es jetzt hier 1 gegen 1 oder der Pass geht raus zu Irving. Klassisches Two-Man-Game und wir sehen am Ende, auch wenn es daneben geht, relativ guter Wurf für Kevin Love. Zu guter Letzt noch ein Spielzug mit der kleinen Aufstellung, die zeigt, dass Love auch für andere Mismatches kreieren kann. Wir sehen das Side-Pick-and-Roll für Kyrie Irving, der testet gar nicht großartig die Defense, sondern versucht wirklich nur das Pick-and-Roll so zu spielen, dass er das Mismatch mit Horford bekommt, das gelingt. Kevin Love geht in die Ecke und jetzt kann er mit seinen überragenden Ballhandling-Skills hier diesen Mitteldistanzwurf nehmen. Und ja, was Jeff Teague da hinten macht, weiß ich nicht, auf jeden Fall ist es nicht ausblocken und so kommt Love auch nochmal tief in die Zone rein, was natürlich, wenn der Ball daneben geht, fatal ist für die Defense der Hawks. Es bleibt festzuhalten, Kevin Love passt viel besser herein in die Offensive der Cleveland Cavaliers 2016, als er das noch 2015 tat. Defensiv, ja, das sieht vielleicht ein bisschen anders aus, aber darüber unterhalten wir uns an anderer Stelle. Abschließend noch der Hinweis, dieses Video wurde aufgenommen mit sidelinesports.com, der besten Coaching-Software, die ihr für Geld kaufen könnt.